Schade, jetzt fehlt uns doch das Tanzduell zwischen den ersten beiden Paaren im Jury-Ranking nach den Einzeltänzen. Das heißt, jetzt tanzen Michi und Vadim gegen César und Conny. Michi und Vadim und César und Conny, ja, ihr habt es auch geschafft, euer Tanzduell. Und was die Jitterbugs ja so unberechenbar macht, ist auch die unterschiedlichen Tempi in den Songs. Also sich da vorzubereiten, ist sicherlich nicht einfach. Schauen wir mal, Dirk, was sagst du jetzt zu diesem Tanzduell der beiden Erstplatzierten? Das war schon ganz schön schnell, ja. Ich muss sagen, beide Paare haben es gut gemacht. Ich finde Vadim und Michi gut. Aber César und Conny, ich benutze dieses Wort ungern, hammergeil, ja, weil das war richtig Afro-American Jitterbug. I love it. Wow, Carina, wie hat's dir gefallen? Also bei diesen Paaren hat man fast sich schon gedacht, dass die wissen, zu welcher Musik sie tanzen. Weil es wurde gedacht, ich weiß, dass ihr nicht wisst, aber gedacht, es war so gut, ihr habt es so gut gefühlt, dass es absolut perfekt gesessen hat, ja, bei beiden Paaren. Und ich bin mir absolut unsicher, was ich eben hammergeiler fand, wenn man Dirks Worte benutzt. Aber ich habe noch eine 30 Sekunden zu überlegen. Carina, du hast noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Bolasch, du antwortest in der Zwischenzeit. Die waren wirklich zwei affengeile Tänze auf Augenhöhe. Authentisch, flippig, musikalisch, mit Leib und Seele gelebt. Daher kann ich mich gar nicht entscheiden eigentlich. Ihr müsst hammergeil, affengeil, aber wer gewinnt? Das ist jetzt die große Frage. Wir kommen zur Abstimmung im dritten Tanzduell in der heutigen Sendung. Und wir starten bei Dirk Heidemann. Mhm. Ja, affengeil, hammergeil, was auch immer geil, ganz klar, César geil. Eine neue Stufe, also ein Punkt für César. Carina. Es ist auch so schwer, weil eine Promi-Dame und Promi-Herr dabei sind zum ersten Mal. Davor war das ja anders. So, hier... Michi! Oh, Gleichstand. Jetzt wird's spannend und alles liegt bei Bolasch. Warum ich muss immer alles entscheiden? Ja, um Gottes Willen! Jede Blume braucht Wasser! Michi und Vadim gewinnen also dank Bolasch
dieses Tanzduell. Sie bekommen 3 zusätzliche Punkte und Bolosch geht baden. Das war eine Szene für die Ewigkeit.